Trainer, im zweiten Test im Trainingslager gab es eine 1:2 Niederlage gegen Hannover 96. Wie fällt Ihre Spielbewertung aus? Ja, eigentlich trotzdem ganz gut. Gerade in der ersten Halbzeit, finde ich, wir haben dem Gegner ganz wenige Möglichkeiten gelassen. Haben sehr gut verteidigt, haben dann auch nach vorne ein paar gute Sachen gehabt, haben das Tor richtig gut rausgespielt. Zweite Halbzeit konnte man dann merken, dass wir, ich meine, die sind auch müde, das Trainingslager, aber wir vielleicht dann schon noch ein bisschen müder waren und dann doch dem Gegner auch einige Chancen dann erlaubt haben und haben es gerade beim 2-1 nicht gut verteidigt, finde ich. Das war unnötig. Trotzdem, wie gesagt, bin ich nicht unzufrieden damit. Schlag auf Schlag geht's weiter. Morgen gleich der nächste, dritte und letzte Test gegen Rot-Weiß Essen. Da wird vermutlich wieder ordentlich rotiert werden. Ja, wir haben ja heute, ein paar Jungs haben heute noch fast 90 Minuten gespielt, sehr viele sogar. Die werden morgen vorzugsweise nicht ganz so viel zum Einsatz kommen. Ich hoffe, dass morgen Fabi Franke vielleicht sein Comeback geben kann, eine Halbzeit. Auch ein, zwei andere Jungs, die heute nicht spielen konnten, wie Fitzturm, dass die vielleicht morgen auch einsatzbereit sind, um eben auch im Hinblick auf Mainz dann auch Spielpraxis zu kriegen. Mit dabei sind auch 3A-Jugendliche. Welchen Eindruck haben Sie von den Jungs gemacht, auch wenn die insgesamt ja schon länger mal zum Kader gehören? Ja, genau. Also deshalb kennen sie ganz gut. Jan Bangert hat mit am meisten gespielt. Perik hat noch gar nicht gespielt, weil er auch angeschlagen war. Jan auch noch nicht. Jan kennen wir. Er hat gerade gegen Gladbach auch den Freischuss rausgeholt, der dann zum 3-1 geführt hat. Und eben auch 10 Minuten gespielt. Er wird morgen sicherlich noch was länger spielen. Und auch Perik wird morgen zum Einsatz kommen. Wahrscheinlich auch Jan. Also von daher haben wir die Jungs jetzt nicht nur mitgenommen als Touristen, sondern werden wir morgen mal gucken, wie sie schlagen. Dankeschön.